Sonntag, 4. Februar 1945, 8 Uhr. Pastor Jacob will be presiding over the Sunday service. I need to catch him alone and ask him about Mr. Vestergaard. Glocken haben aufgehört zu läuten, das halte ich für ein Gerücht. Der Sonntagsgottesdienst muss vorüber sein. Gut, ich muss Pastor Jakob finden. Wenn mich irgendjemand in der Stadt dabei unterstützen kann, einen Weg zu finden, um anders zu helfen, dann ist er es. Was wäre denn, wenn er der Maulwurf ist, der Pastor? So leichtgläubig, wie wir uns ihm da entgegenstellen oder mit ihm kooperieren wollen. Es sind noch immer ziemlich viele Leute vor der Kirche. Ob sie schon gehört haben, was in der Praxis passiert ist? Vielleicht war das eine schlechte Idee. Du reißt dich zusammen, Gerda. Sie wissen nicht, was geschehen ist. Sie wissen nicht, dass du dort warst. Du musst einfach nur den Pastor finden. Vor allem haben wir nicht abgedrückt, so kalt, wie das auch klingen mag. Wir waren es nicht. Das Grab von Oma und Opa, wenn Papas Eltern das Land jetzt sehen könnten. Kooperieren? Die Eltern meines Vaters wurden in Deutschland geboren. Sie starben in Dänemark und sie sind nie umgezogen. Zu welchem Land wird Sonderjylland wohl in 10 Jahren gehören? Kerze haben wir nicht. Aber vielleicht können wir noch eine Kerze finden und dann hinstellen. Mormors und Morfas Grab, Mamas Eltern. Was sie wohl zu all dem sagen würden. Mama hat immer gesagt, dass Oma aus allem einen Kuchen machen konnte. Ich wette, diese Rationierung hätten sie nicht davon abhalten können. Ich gucke erstmal die Sachen an. Ich weiß nicht, hier sind Personen, Aktivitäten. Da ist der Pfarrer da hinten. Ne, ist er nicht. Charlotte. Was machst du da? Oh, Gerda. Es heißt, dass jemand in die Praxis eingebrochen ist. Und den armen Herrn Doktor haben sie auch getötet. Es ist schrecklich. Geht es dir gut? Mir geht's gut. Oh, was für ein Unglück dir derzeit widerfährt. Hoffentlich finden sie die Schuldigen bald. Hoffentlich nicht. Also was machst du da? Ich ehre die Gefallenen. Sie lächelt traurig. Und Oskar. Haben sie ihn immer noch nicht gefunden? Nein. Ich weiß, er hat das Richtige getan, als er sich freiwillig für den Kampf meldete, aber es tut trotzdem weh zu wissen, dass vielleicht alles umsonst war. Und jetzt haben wir noch nicht mal Leichnam, den wir beerdigen und richtig betrauern können. Deswegen zoll ich hier mein Tribut. Es ist eine schöne Geste. Oder? Ich bin froh, dass du das so siehst. Es sind zwar nur Kerzen, aber besser als nichts. Sie verstummt und ihre Augen werden melancholisch. Ich hätte wahrscheinlich die Kerzen kriegen können. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ach Mann! Ja, vollkommen. So, ich sollte dann mal gehen. Es war schön, dich zu sehen, liebe Cousine. Kann ich Kerzen mitnehmen? Die Kerze, die Charlotte hier aufgestellt hat, flackert leicht im Wind. 2 unangezündete Kerzen nehmen. Haha! Denkmal. Ein Denkmal für die dänischen und deutschen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg als Wehrpflichtige der deutschen Armee gefallen sind. Ein Denkmal für die Menschen, die wir im letzten Krieg verloren. Auf deutscher Seite. Ich kümmere mich kurz erstmal um die Kerzen. So anzünden.
Okay. Das ist doch richtig, oder? Alle Reifen sehen abgefahren aus. Na, bei dem Wetter. Der alte Karl. Es sieht aus, als wolle er aufs Fahrrad steigen. Das wird es sein. Eine Schande ist das wirklich. Hast du die Nazi-Göre da drüben gesehen? Stellt Kerzen auf das Denkmal unserer gefallenen Helden. Da könnte sie gleich ihren Rock heben und draufpissen. Ich gehe da noch nicht rein. Frau Sommerfeld, ihr Lächeln ist so warm, es weckt die Sehnsucht nach einfachen Tagen in mir. Frau Larsen, Himmel, geht es Ihnen gut? Wir haben gehört, dass letzte Nacht jemand in die Praxis eingebrochen ist. Der arme alte Mann. Was wird nur aus unserer Stadt? Ein Mann wird getötet, einfach so. Nein, ganz und gar nicht. Er mochte uns Deutsche vielleicht nicht sonderlich, aber das bedeutet nicht, dass ich ihm je etwas Schlechtes gewünscht habe. Wie war die Predigt? Oh, wundervoll. Unser Pastor kann wirklich mit Worten umgehen. Und er ist so freundlich, seine Predigt noch weiterhin auf Dänisch und Deutsch zu halten. Na toll. Das ist ja Leichenschmaus, oder was? Frau Iversen, die Frau plaudert angeregt mit ihrer Nachbarin. Und hast du Westergaards Tochter draußen warten sehen? Anscheinend wartet sie auf ihren deutschen Leutnant. Vor einer Kirche voller Dänen? Diese jungen Leute heutzutage keinen Anstand. Oh, hallo Gerda. Ich weiß, dass sie deine Freundin ist, aber man kann nicht sagen, dass ich Unrecht hätte. Kann man wirklich nicht. Immer noch? Oh, alle freuen sich über die Kuchen. Vor allem er. Wenn er so weitermacht, haben wir bald keine mehr. Sehr bald. Sollten wir ihn aufhalten? Nein, nein, soll er essen. Der arme Mann scheint in letzter Zeit so angespannt. Das stimmt. Da fragt man sich doch, warum. Er hier. Das ist doch Torben. Er ist der Dings. Der Maulwurf. Ist hier hinten eigentlich was? Da geht's nicht hoch, schade. Ja, ich glaube, da nimmt sich kein Dorf oder kein Ort von aus. Der Tratsch. Oh Gott, hier. Ich weiß nicht, ob dann irgendwas getriggert wird. Psalmen. Eins der Bücher liegt verlassen auf dem Boden. Es zurückstellen. Als ich das Buch aufhebe, fällt mir auf, dass etwas auf der Innenseite des Einbands gekritzelt wurde. Sie fesseln und knebeln uns, doch den Geist können sie nicht in Ketten legen. Mutige Worte. Es ist Zeit, dass mehr Leute an sie glauben und Farbe bekennen. Ich stelle das Buch zurück. So, sicher und ordentlich. Man binde os par mund og hand. Was ist das hier? Ach, das ist hier der Bruder, Nies. Und das ist wahrscheinlich Mende. Mist.
Was selbstverständlich keine Art ist, sich an einen Mann Gottes zu wenden. Schon gar nicht einen in meinem Zustand. Ich verstehe, aber was das Kaffeeborg angeht, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Oh nein. Sieht aus, als wäre Jacob gerade beschäftigt, einigen Leuten die Ohren abzukauen. Und es scheint eine Schlange zu geben. Vielleicht sollte ich später nochmal versuchen, nachdem ich mit einigen der anderen hier gesprochen habe. Okay. Nichts, seine Haltung ist selbstbewusst und seine Augen funkeln irgendwie gefährlich. Morgen, Gerda. Hast du ein bisschen Zeit für Gott genommen, ne? Ach, lass ihn in Ruhe, Nichts. Was denn? Ich unterhalte mich doch nur. Ein kleiner Spaß am Rande, ne? Solange es mich nichts kostet und ich dachte, es ginge dir immer nur ums Geschäft. Es ist Sonntag. Zeit auszuruhen, ne? Beachte ihn gar nicht. Kommst du heute Abend zum Westergaards-Bankett? Naja, anscheinend sind alle anderen da. Die halbe Stadt, würde ich sagen. Der Alte muss eine ziemlich Menge Leckereien über besondere Wege bestellen. So gut kann dein Netzwerk nicht sein? Ja, das hänge ich rein hier. So gut kann dein Netzwerk nicht sein? Haha, nein, nicht ganz. Ich muss ein paar Gefallen in Kopenhagen einlösen. Es scheint, die waren mehr als nur bereit waren, an Westergaard zu schicken. Waren wohl begierig auf die Verbindung. Die machen sich jetzt auch auf dem Marktplatz breit, ne? Und ich bin mir sicher, in einer heilenden Kirche lautstark über sie zu reden, wird dir da sehr helfen. Unsere neuesten Gäste sind übrigens auch keine friedlichen kleinen Küken. Wie geht es Sophia? Na, wie soll es ihr schon gehen? Sie hat natürlich Angst. Aber der kleine Teddybär beschäftigt sie gut. Im Gegensatz zu diesen beiden Täubchen aus dem Widerstand. Sie streiten sich immerzu wegen eines alten Hofs im Norden der Stadt, bei der Flussbiegung. Sie will dorthin, er nicht, sie schon hin und her den ganzen Tag. Dieser Peter kam mir nicht so schüchtern vor, als hätten er und dein Anders die Plätze getauscht. Ich wusste gar nicht. Oh, vertrau mir, Liebchen, ein beschäftigter Mann ist besser als ein langweiliger. So bleibt alles in Schwung. Ein Wunder, dass du nicht verheiratet bist, Schwesterchen. Musst du gerade sagen, wo ist denn die Schlange der Frauen, die vor deiner Tür steht? Okay. Die Gastwirtin brachte bezüglich der Widerstandsgruppe im Gasthof auf den neuesten Stand. Sie erwähnte, dass Liva unbedingt einen Bauernhof im Norden aufsuchen will. Wir haben noch neue Fakten. Viele Fakten. Das Lied »Man binde aus paar Mund og Hand« oder so ähnlich, ne? »Sie binden uns an Mund und Hand« war eine sehr beliebte Ballade während der Besatzungszeit. Sie wurde 1940 unter dem Originaltitel »Det gilder Krieg og Kærligt«, ne? Es geht um Krieg und Liebe, für eine Revue geschrieben. Da sich der Originaltext ganz klar antifaschistisch positionierte, zwangen die Besatzer den Autor, ihn umzuschreiben. Doch auch in seiner zensierten Form konnte er immer eine Botschaft der Freiheit und des Widerstands gegen die deutschen Besatzer transportieren. Während des Ersten Weltkriegs gehörte Sonderjylland bzw. Nordschleswig noch zu Deutschland. Das heißt, die dänischen Einwohner der Region wurden für das deutsche Heer eingezogen und mussten für ein Land kämpfen, das sie nicht als das ihre betrachteten. Tatsächlich hofften viele von ihnen, dass Deutschland den Krieg verlieren würde, damit Sonderjylland daraufhin wieder in Dänemark fallen würde. Insgesamt 30.000 Mann aus der Region wurden in den Krieg geschickt. Schätzungen zufolge gehörten ungefähr 2/3 von ihnen dem dänischen Bevölkerungsanteil an. Etwa 6.000 dieser Männer sind im Krieg gefallen. Oh, wir haben nur noch 2 Personen, die offen sind. Bitte. Marie Mitte Egelund, die Wirtin des Gasthofs Egelund. Es befindet sich schon seit Generationen im Besitz der Familie und sie betreibt ihn seit dem Tod ihrer Eltern mit großem Stolz. Ihr Verhalten mag manchmal etwas brüsk oder unverfroren wirken, doch war sie immer gut zu mir, wenn ich den Gasthof mit meinen Eltern besucht habe. Sie war eine Freundin meiner Mutter und so trafen sie sich oft zum Kaffee trinken und Geschichten austauschen. Das Verhältnis zwischen ihr und meinem Vater hat sich deutlich abgekühlt, seit meine Mutter die Stadt verließ. Sie war Deutschen gegenüber schon immer etwas argwöhnisch, aber inzwischen kann ich puren Hass in ihren Augen aufblicken. Sehen, wenn einer von ihnen ihre Bar betritt. Harald? Vor allem ist Harald... Für einen Moment dachte ich... Harald ist ja aufgetaucht gerade. Nein, ich muss es mir eingebildet haben. Komm zu dir, Gerda. Was ist denn, wenn Harald nicht tot ist? Margit.
Sie schreibt in ihr Notizbuch, ihre Finger laufen schon blau an vor Kälte. Margit. Oh, Gerda. Sie klappt das Notizbuch zu und dreht sich mit besorgter Miene zu mir. Es tut mir so leid, ich... Wo warst du denn? Ich habe versucht, dich abzupassen, aber du warst nicht zu Hause. Ich habe das von anders gehört. Und jetzt sagt man, jemand wäre gestern Nacht in die Praxis eingebrochen. Und dass sie den Herrn Doktor erschossen hätten. Ist das wahr? Geht es dir gut? Nicht gut. Oh, Gerda. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Margit. Alles ist so schnell aus den Fugen geraten. Ich weiß. Ich wünschte, ich könnte irgendwie helfen. Und bei dir? Ich habe ein Gerücht über dich gehört. Margits Besorgung. Warum stehst du denn draußen in der Kälte? Oh, ich warte auf Wolfgang. Wir wollen zusammen Mittagessen. Er sagte, er würde mich nach dem Gottesdienst mit dem Wagen abholen. Aber nun, er ist etwas spät dran. Ich fasse es nicht, dass er dich warten lässt. Genau, gleich ein bisschen Aggro hinterher. Diese Männer, diese Schufte. Du holst ihn doch den Tod hier in der Kälte. Welches Spiel war das denn? Während er schön warm und gemütlich in seinem Auto herumfährt. Oh, Gerda, das ist nicht seine Schuld. Er ist einfach sehr beschäftigt. Oh, weißt du was? Warum kommst du nicht zu unserer Feier heute Abend? Mein Vater wird da sein. Ich bin sicher, wenn du einfach mit ihm redest, wird er helfen können. Ach, okay. Na, er war auch nicht tot. Glaubst du wirklich? Ganz sicher. Er hat durchaus Einfluss in dieser Stadt. Und die Deutschen schulden ihm auf jeden Fall ein paar Gefallen, so zugänglich wie er gewesen ist. Werden bei dem Bankett viele Soldaten sein? Also, ja, ich denke schon. Auch Gestapo-Leute. Meinem Vater ist es wichtig, dass alle zufrieden sind. Vor allem angesichts dessen, wie der Krieg sich entwickelt. Auf jeden Fall glaube ich, dass er sich für dich lohnen könnte, dabei zu sein. Es wird ein wirklich großes gesellschaftliches Ereignis. Es klingt wirklich so, als würde die gesamte Stadt hingehen. Naja, du kennst ja meinen Vater. Nicht einmal Krieg und Besetzung können ihn davon abhalten, die Feier des Jahres zu veranstalten und ihr Wolfgang kommt. Wolfgang? Tja, es ist sein Geld. Ein Fest tut den Leuten im Moment bestimmt gut. Es scheint mir kaum die richtige Zeit für eine Feier. Ach, ein Fest tut den Leuten bestimmt gut. Es hilft sicherlich, die Spannung ein wenig zu lösen. Auch wenn ich selbst nicht unbedingt daran teilnehmen will. Wir hören ein Auto auf der Straße heranfahren. Da ist Wolfgang. Guck mal, ist schon draußen. Wolfgang. Ah, da kommt er. Und Reinhard ebenfalls. Na toll. Ob er irgendjemand erzählt hat, was passiert ist? Fräulein Margit. Oh, und Frau Larsen ist auch dabei. Ich bitte meine Spätung zu entschuldigen. Ich musste mit einigen meiner Männer bei der Fabrik patrouillieren. Wir müssen sicherstellen, dass diese Saboteure die Produktion nicht wieder gefährden können. Frau Larsen? Ich habe gehört, dass jemand in ihre Praxis eingebrochen ist. Wir mögen unsere Zwistigkeiten gehabt haben, aber der Tod des guten Herrn Doktor hat mich trotzdem getroffen. Neuigkeiten verbreiten sich hier wirklich schnell. Ich befürchte fast, der Doktor wäre so oder so gestorben. Es tut mir aufrichtig leid. Danke. Seien Sie versichert, dass die Wehrmacht alles in ihrer Macht Stehende tut, um zu verhindern, dass sich solche Vorfälle wiederholen. Na super. Fräulein Margit, würden Sie mir die Ehre erweisen, ein Stück mit mir zu gehen? Natürlich, aber... Sie sieht mich entschuldigend an. Bist du sicher, dass du zurechtkommst? Ist schon in Ordnung, geh nur. Komm ich daran noch zu Hause besuchen, wenn du Zeit hast. Dann können wir weitersprechen. Reinhard. Sein Gesicht verfinstert sich verächtlich, während er an seiner Zigarette zieht. Ich fasse es nicht, dass ich diesem dummen Frischling den ganzen Tag durch die Stadt hinterherlaufen muss. Ah, Frau Larsen, so sieht man sich wieder. Sind Sie gekommen, um beim großen Mann da oben um Vergebung zu bitten? Ich fürchte, Sie werden den Himmel derzeit recht leer vorfinden. Was machen Sie denn hier? Sie meinen, außer für seine Hoheit da drüben den Chauffeur zu spielen? Ich dachte, wir könnten uns vielleicht etwas unterhalten.
Vielleicht über diesen kleinen unglücklichen Vorfall, der sich gestern Nacht zugetragen hat. Ich gehe davon aus, dass sie sich schon ruhig verhalten haben. Es wäre wirklich schade, wenn die Leute die Wahrheit über die gesetzestreue Frau Larsen erführen. Bei ihrer eigenen Arbeitsstätte einbrechen, sich Medikamente für den Eigenbedarf einstecken, Beihilfe zum Mord begehen. Nein! Ich habe nichts getan. Ach, kommen Sie. Es ist etwas zu spät, die schuldlose Unbeteiligte zu spielen, meinen Sie nicht? Jedenfalls hoffe ich, dass Sie die gestrigen Ereignisse Sie gelehrt haben, den richtigen Leuten zu helfen. Wir können sonst schon sagen, wie viel schlimmer es noch wird. Es ist alles Ihre Schuld. Ich tue das, was für mich und die meinen am besten ist. Nein. Es ist alles Ihre Schuld. Es wäre alles gut gegangen, wenn Sie nicht aufgetaucht wären und alles durcheinander gebracht hätten. Lassen Sie sich von dieser hübschen kleinen Kirche nicht täuschen, Frau Larsen. Es ist bereits alles durcheinander, aber wenn Sie etwas geordnetere Bahn für Ihren Ehemann wünschen, sollten Sie mich heute Nachmittag mal auf dem Dorfplatz besuchen kommen. Ich bin voller Vergebung. Oh oh. Der will bestimmt andere Dinge haben. So, und da drinnen sitzt Torben. Also entweder ist der Priester oder Torben, der Maulwurf. Siehst du, was ist denn? Ja, guck mal, die Leute. Margit, meine älteste Freundin und Tochter des wohlhabenden Fabrikanten Algot Westergaard. Obwohl wir in völlig unterschiedlichen Kreisen aufwuchsen, standen Margit und ich uns stets sehr nahe. Sie ist ruhig und nachdenklich, eine wahre Romantikerin und möchte sich gern dem Verfassen von Gedichten und Romanen widmen. Manchmal hilft sie ihrem Vater bei der Buchhaltung und ich frage mich, ob sie mehr über seine angeblichen Verbindungen zum Schwarzmarkt weiß, als sie verrät. Margit unterhält außerdem eine Beziehung zu Wolfgang Holz. Die beiden gehen nun bereits seit 3 Jahren miteinander aus und scheinen sich sehr zugetan, doch nicht alle sehen das gern. Ich sorge mich oft, was diese Verbindung für Margits Zukunft bedeuten mag. Harald im Aufruf hier? Torben. Er hält einen Teller, der mit reichlich Kuchen beladen ist. Vorsicht, Torben! Uff! Er pustet und hustet für einen Moment. Was jetzt? Entschuldige, Gerda. Hab dich nicht gesehen. Wie geht es dir? Er hat noch Krümel im Bart. Ich kann nicht aufhören, sie anzustarren. Die Krümel erwähnen. Du hast da was. Oh, Teufel, noch eins. Entschuldigung, ich habe von der Sache mit Anders gehört. Der arme Junge, ich hatte nie gedacht. Also wenn ich irgendwas tun kann, sag mir einfach Bescheid. Danke. Hier, wie wär's mit dem Stück? Er hält mir ungelenkt den Kuchenteller hin. Gerne, danke. Das sind schwere Zeiten. Wir sollten uns nehmen, was wir kriegen können. Vor allem bei dem Essen heute Abend. Obwohl ich überrascht bin, dass die Fabrikssache Herrn Westergaard nicht die Laune verdorben hat. Warum sollte es? So ein Verlust ist keine Kleinigkeit, selbst für den alten Profitgeier. Und sie werden jemanden wie mich brauchen, um den ganzen Schutt wegzuräumen. Endlich mal etwas Glück. Da wird natürlich 1 oder 2 Tage warten müssen. Untypisch für Westergaard, dass sich so viel Zeit lässt. Es läuft ja nicht weg. Warum das? Aber ich opfer mal meine Auffassungsgabe. Nicht seine Entscheidung. Die Deutschen haben ein besonderes Interesse. Die lassen ihre eigenen Trupps alles herumräumen, bevor wir anderen Ordnung schaffen können. Tja, seine Fabrik produziert schließlich für die Deutschen, oder? Nee, hier geht es um mehr. Der alte Fuchs muss doch was anderes am Laufen haben. Algots Nazi-Geschäfte. Westergaard hat irgendeine Vereinbarung mit dem deutschen Militär, aber ich weiß nicht, worum es geht. Aber wenn du mich jetzt entschuldigst, diese Kuchen essen sich nicht von allein. Torben, hast du dir gerade Kuchen in der Jacke gestopft? Was? Naja, vielleicht, aber nicht für mich natürlich. Für ein paar Freunde, die gerade nicht unbedingt raus können. Du kennst sicher auch welche. Solche Freunde kennt jeder. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Der Hühnerschrecker. Er sieht aus, als würde er gerne mit mir reden.
Gerda, mein Kind. Ich habe davon gehört. Der arme, arme Harald. Er war so ein guter Freund. Der Gedanke, dass er diese irdische Welt verlassen hat, ich dachte immer, ich würde zuerst gehen. Aber sicher hat dieses Unglück nichts mit meiner Bitte an dich zu tun. Nein, nein, antworte nicht, mein Kind. Natürlich hat es das nicht. Ich erkläre, dass es unmöglich ist. Nun lass uns über andere Dinge sprechen. Du siehst aus, als hättest du eine Frage an mich. Ja, aber vielleicht drehen wir lieber woanders, wo wir ungestört sind. Oh, natürlich, natürlich, verfolge mir. Oh, jetzt gehen wir in den Hinterhof hier. Seine Augen glänzten verschwörerisch. Uiuiuiui. Was beschäftigt dich? Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Herrn Westergaard wissen. Herr Westergaard? Aber warum? Er ist ein mächtiger Mann mit Verbindung. Vielleicht kann er anders helfen. Ich muss versuchen, ihn zu überzeugen. Ah, oh, ich fürchte, ich weiß nicht viel mehr als du selbst, mein Kind. Das Bankett heute Abend wird eine wahre Schatztruhe an Informationen sein. Aber du darfst nicht mit leeren Händen erscheinen, meine Liebe. Aber ich tratsche nicht so gern wie Sie. Ich bin keine Spionin. Je mehr wir wissen, desto besser. Okay. Ganz genau. Und Herr Westergaard sollte deine erste Anlaufstelle sein. Ich schlage vor, du hörst dich in der Stadt nach Klatsch über diesen alten Profitjäger um und gibst ihn dann natürlich an mich weiter. Was? Warum? Na klar, natürlich. Sie werden die Verbindung klarer sehen, als ich es könnte. Du schmeichelst mir, mein Kind. Ich bin nur ein bescheidener Diener. Und mein Verdacht erhärtet sich gerade immer mehr. Oh, bevor du gehst, möchte ich dich noch um etwas bitten. Unsere Freundin aus dem Süden möchte gerne nach Schweden gelangen. Würdest du beim Gasthof vorbeischauen für den Fall, dass du irgendwie helfen kannst? Pressluftklemmer um diese Uhrzeit? Warum das denn? Ich würde es selbst tun, aber ich fürchte, meine Anwesenheit dort würde nur Verdacht erregen. Natürlich, natürlich, natürlich. Sie braucht unsere Hilfe dringender als sonst jemand. In der Tat, dies sind keine leichten Zeiten. Viel Glück, mein Kind. Ich freue mich darauf, heute Abend zu hören, was du in Erfahrung bringen konntest. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gerade nicht. Warum ihm? Looking at the congregation, I couldn't help but see our little town's fraught past. The effects of changing hands between nations lasting for generations. The gravestones at the church, including my family's, attested to this history. In better times, our differences and the injustices of the past were forgotten over Sunday cake. But now, they smoldered just below the surface, ready to combust. Sowohl die Deutschen als auch die Dänen haben nur versucht, ihr Leben zu leben und ich hoffe, dass ihre Differenzen sie nicht entzweien würden. Die Namen in unserer Geschichte sind noch zu frisch, um sie zu ignorieren. Die Stadt würde noch sehr lange in zwei Lager gespalten sein. Was diese Stadt nach dem Krieg brauchte, war ein guter Kuchen, um Gemüter zu besänftigen. Er müsste so üppig sein, dass sich alle Streitigkeiten zusammen mit dem Zucker auflösen. Ach, das wäre so schön, wenn sich Streitigkeiten mit dem Zucker auflösen würden. Aber auflösen heißt auch nicht geklärt, das ist einfach nur vergessen. Und es kommt dann immer wieder. The scars of our history were still too fresh to ignore. The town would be divided for a long time to come. Ja, hier würde ich nämlich langsam, weil es wieder ein guter Punkt ist, glaube ich, wo er speichert. Feierabend machen für heute. Ich muss morgen ein bisschen früh raus wieder. Es ist ein sehr, sorry dafür, aber das ist es halt mal so. Und trotzdem ist es interessant, ein sehr deprimierendes Spiel. Und natürlich auch, wie sagt man so schön, das zieht einen ganz schön nach unten, weil A, wegen der Zeit, B, wegen der Geschichte und den ganzen Dingen, die hier passieren. Also ich habe nicht erwartet, dass hier Friede, Freude, Eierkuchen und allem drum und dran ist, aber dass hier ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommt und wir das mehr oder weniger live oder hautnah erleben, gepaart mit den ganzen Informationen, die wir dazu lesen können. Ich finde es wirklich sehr gut umgesetzt, aber eben halt sehr deprimierend zusätzlich. Und das machen wir in den nächsten Tagen weiter. Logischerweise. Und ja.
Was morgen kommt, weiß ich noch gar nicht. Longest Journey ist vorbei. Ich wollte ja gerne die Reihe spielen. Das heißt, ich bin da gerade am Überlegen, wann ich damit weitermache. Also sprich dann mit dem Nachfolger und der nicht ganz so... was heißt nicht ganz so? Die Kritik ist ein bisschen härter ausgefallen bei dem Teil, logischerweise. Bei zweiten Teilen ist es immer so der Fall. Beim dritten Teil ist die Kritik sehr positiv. Dass wir uns wahrscheinlich da dann nochmal widmen werden. Parallel muss ich ein bisschen aufpassen, weil in knapp zwei Wochen kommt ein Spiel, was definitiv gespielt wird. Also da gibt es gar keine Diskussion. Ja. Also sprich, irgendwas mit Affeninsel und so. Und ich glaube, irgendwas steht auch noch auf Tattoo. Bin mir aber gerade nicht sicher. Deswegen gucken wir mal, wie wir das hier alles zusammen wuseln und wuseln. Ach so, du siehst, Immortality will ich auch. Vielleicht spielen wir das morgen weiter. Morgen wieder Videoschnipsel und so weiter dann angucken. Lass uns überraschen, was da so spontan dann kommen wird. Ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Würde mich freuen. Schlaf gut. Hab einen schönen Morgen ist Donnerstag. Ne? Wenn du Homeoffice hast, dann vergiss dann genauso wie am Wochenende oder im Urlaub, was für ein Wochentag ist. Genau. Habt einen schönen Donnerstag und ja, bis dahin. Euer Firefox.